Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in der Folge 251 hier auf dem Unlimited World Server. Ja Leute, ich habe mich hier frisch eingeloggt nach, ich glaube, 3 Tagen. Ich habe 3 Tage ein bisschen pausiert, habe ich mir mal gegönnt, weil, ihr habt es ja selber mitbekommen, ja, ist jetzt die 5. Folge schon, am Stück sollte es sein. Also 3 mindestens, also wir hatten Sonntag, Montag und Dienstag jeweils eine Folge. Ja, dann müsste es die 4. Folge jetzt sein, die jetzt gleich im Anschluss kommt und auch, ja, alles längere Folgen. Deswegen habe ich mir einfach mal erlaubt, mal 3 Tage ein bisschen Pause zu machen. Dennoch gibt es ein paar Sachen, die ich euch zeigen kann. Es ist ein bisschen was passiert. Wir haben ja wieder auf Unlimited World ein paar Leute kennengelernt. Ja, sind sogar uns in Discord gefolgt. Das ist natürlich richtig toll. Und haben wir auch schon ein bisschen geschnackt zusammen. Auch cool. So, ich kriege hier gerade eine Nachricht rein. Mal kurz gucken, wen haben wir denn da? Officer of Shadow flüstert. Ich bin gerade mit der Beleuchtung vom Keller beschäftigt. Hast du Lust, dir das mal anzusehen, so als Voreindruck? Oder kannst du gerade nicht? Ich antworte ihm mal eben. Habe dir in Discord. Ist richtig geschrieben. Ja, fast. Discord geschrieben. Bin gerade in der Aufnahme. So, jetzt schreibe ich das auch noch alles klein. Jetzt will ich das eigentlich gar nicht klein schreiben, weil das ist ja auch irgendwie Nominativ und irgendwie, und Discord ist ja nun auch eigentlich so, irgendwie, dass man da mal so macht. Ordnung muss sein, habe dir in Discord, ach komm, hau raus da. Ja, der Officer of Shadow, den hatten wir schon mal besucht gehabt auf seiner Zone und ich habe euch ja darüber schon mal in Kenntnis gesetzt, dass wir da uns eigentlich verabredet haben. Aber wie gesagt, er ist da noch nicht so ganz fertig und dann hat er mal wieder gespielt, dann hat er mal wieder nicht gespielt. Also es ist immer so ein Heckmeck irgendwie. Deswegen habe ich ihm jetzt gesagt, er soll einfach mal erstmal alles fertig bauen, ganz auf die Ruhige und dann können wir das Ganze mal machen. Dann lohnt sich das Ganze auch. Ne? Ansonsten hat das ja alles gar keinen Sinn. So, Freunde, gut, hier haben wir erstmal wieder eine Schatztruhe bekommen. Ja, und ihr seht schon, ich war wieder ein wenig an der Skelettfarm gewesen und habe ein bisschen Werkzeuge repariert. Na gut, die Rüstung da, die ist jetzt nicht ganz so. Und, was soll ich euch sagen, wir haben wieder roten Sand bekommen. Ein Skelett hat hier irgendwie wieder roten Sand gedroppt. Diesmal kein Cobblestone, diesmal roter Sand. So, was machen wir denn jetzt? Also das ist das allererste, was ich jetzt mal machen will. Ich will mal gucken, wie weit denn der liebe Pinecraft ist. Das haben wir ja so viele Nachbarn hier bei uns. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Was ist jetzt wieder? Ach, Kinders, nee. Discord geht gerade bei mir nicht. Aber ich schaue später mal rein. Viel Spaß dann mit der Aufnahme. Danke, lieber Officer of Shadow. So, genau. Also Pinecraft hat hier offensichtlich jetzt erstmal nicht weitergemacht, wenn ich das so sehe. Na, hier steht jetzt noch kein fetter Wolkenkratzer. Also ich glaube, der ist jetzt auch gerade ein bisschen abwesend gewesen. Weil er hatte, glaube ich, jetzt was anderes zu tun. Ich weiß auch was. Er war ein bisschen in Planung gewesen. Weil der liebe Pinecraft, der stellt jetzt auch Biere vor. Er hat schon 2 Unboxing-Videos gemacht. Habe ich mir schon angeschaut. Und ist jetzt auch ein hier auf Biertester. Ne? Also da macht er hier, finde ich gut. Stellte auch die Biere von mir vor. Finde ich geil. So, und unser Kollege, unser Namensvetter Marco, der ist hier auch noch nicht groß weitergekommen. Aber er sagte schon, er hat halt momentan schulisch ein bisschen was zu tun und spielt hier nur nebenbei drauf. So, gut. So viel erstmal zu unseren Nachbarn. Beim Drachen brauchen wir gar nicht gucken. Ich glaube, da ist jetzt nicht so viel passiert. Also der ist ja momentan sehr inaktiv. Und Grüße gehen natürlich auch raus an den Drachen 83. Der hat nämlich seinen Rechner neu aufgebaut. Der hat sich da ein paar Teile geholt und hat da wohl jetzt rumgeschraubt. Und ich glaube, das... Ich packe das jetzt erstmal da rein, weil wir brauchen jetzt irgendwie Ordnung. Ich will jetzt nicht gleich wieder Chaos hier machen. Deswegen... baller ich da jetzt erstmal rein hier die Sachen. So, und das andere, das können wir jetzt gleich mit runternehmen in unser Lager. Genau, da hat er sich so einen Rechner zusammengeschraubt und da hat er auch schon ganz ungeduldig drauf gewartet und deswegen hat er sich da auch nicht groß gemeldet. Also, der hat da erstmal rumgeschraubt, ne? Also,
Ja, so hatte jeder was zu tun gehabt. Ihr kennt das ja, glaube ich, schon, weil das habe ich euch gezeigt. Es ist jetzt gar nicht so viel passiert, außer, das kann ich euch jetzt zeigen, und zwar hier ist ein bisschen was passiert. Ich habe hier nämlich nochmal mir erlaubt, hier, wie gesagt, so ein paar Grasblöcke hinzusetzen, die wir mit Silk Touch abgebaut haben, und somit hat sich jetzt auch hier, anscheinend war der Chunk hier geladen gewesen, hat sich das jetzt hier schon schön ausgebreitet, wunderbar. Und ihr seht auch schon die, ja, nächsten drei Lagerbunker, die stehen schon. Übrigens, meine Befürchtung, dass das zu nah aneinander gebatscht aussieht, hat sich nicht bestätigt. Schaut mal selbst. Ihr könnt zwar noch rüber gucken, es ist auch völlig okay so, aber der Abstand, der ist schon genial. So, und jetzt können wir das hier übrigens auch wegnehmen. Brauchen wir jetzt hier nicht mehr. So, und somit ist hier auch eine Verbindung gewährleistet. Das können wir auch gleich wegnehmen. So, siehst du. Ja, guck mal, jetzt kann man hier schön. Guck mal, kurz mal machen. Hier mal richtig schön hier so abtauchen, ne? Und mal so blub, 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 blub. Und hier mal schön in das andere Lager rein. Kurz mal hier nach da oder nach hier und dann da und hier. Und schwuppdiwupp. Hehehe. Zack, sind wir in dem anderen Lager. Ja, das Ganze machen wir natürlich mit dem Boden, ne? Also schon eine richtig coole Sache irgendwie. Läuft. Gefällt mir. So, Steine brauchen wir nicht. Wir brauchen. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, wo ich jetzt die ganzen Sachen dort reingelegt habe. Aber das müsste rein theoretisch hier sein, bei den Erzen. Und ich glaube, in der Reihe war es, ne? Schatztruhen, genauso. Jetzt machen wir die Schatztruhen dahin. Und die Wottaler, die machen wir dahin. So. Okay, haben wir das auch. Hier breitet sich das auch wunderbar aus. Das finde ich gut. Vielleicht sollte man hier vielleicht noch eine Fackel setzen, dass das Ganze noch ein bisschen schneller geht. So, weil Rasen braucht ja immer ein bisschen Licht, wie wir wissen. So, nur der Boden sieht noch blöd aus, ne? Naja. So, jetzt gucke ich nochmal schnell drüben beim Beinecraft, ob er hier unterirdisch vielleicht ein bisschen noch was gemacht hat. Ja, wir können ja jetzt hier, wie gesagt, durchgehen. Nee, hat er auch noch nichts gemacht. Okay. Gut, was hat sich denn noch verändert, Freunde? Genau, und da oben habe ich euch ja gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch gezeigt habe, aber ich denke mal schon. Da war das Problem gewesen, ne, mit dieser, dass es da so ein bisschen komisch aussieht, ne? Guck mal, da ist ja so Diorit und da ist Granit und so. Und da haben wir jetzt überlegt, so mit dem Dave gequatscht, dass Dave das Ganze hier noch einfach oben ein bisschen anpassen tut. Da wollen wir halt nur gucken, ja, wie wir das dann machen wollen, ne? Also, ob wir da, weiß ich nicht, vielleicht auch hier Steinziegel nehmen. Ich habe gesagt, ich bezahle dann das Material. Also, das ist kein Problem. Wir haben genug Items. Und hier können wir, glaube ich, auch schon aufmachen, ne? Ja. Guck mal, hier können wir auch schon aufmachen. Ich mache jetzt mal überall auf hier. Okay. Und dann sollte das eigentlich passen. Was gibt's noch für News, Leute? Naja, guck mal, da nimmst du schon 3 Tage nicht mehr auf und schon passieren wieder hier ein paar Sachen. Und zwar die Minecraft-Version hat sich verändert. Wir sind nicht mehr in der 1.16.2, wir sind jetzt tatsächlich schon in der 1.16.3. Ja, Mojang hat wieder ein bisschen was rausgeklöppelt. Und zwar wohl aber nur Bugfix. Also die haben da wohl irgendwie nur ein paar Fehler da repariert oder so. Das heißt jetzt nichts Atemberaubendes, neue Mobs, neue Biome oder gar, was weiß ich, neue Endbosse oder ähnliches. Schöne Vulkaninsel. Nada. Ist nichts. Sondern alles, wie gesagt, ja. Ist das hier Silk Touch drauf? Behutsamkeit. Cool. Dann klaue ich mir doch mal hier 3, 4, 5. Die sollten mir reichen. So, und dann platziere ich die nämlich jetzt hier drüben hin. Nämlich hier so. Und da. Mal schnell mal eine Fackel hin. Und hier. Und da. Und weil war so ungeduldig. Was ist jetzt schon wieder passiert? Tagesaufgabe abgeschlossen. Heute 64 Erde. Ich habe schon. Baue heute 64. Ich habe eben 64 Erde abgebaut. Das glaube ich nicht. So, setze ich es da noch hin. Dann kann das hier nämlich auch in Ruhe. Ja, also wie gesagt, 1.16.3 ist jetzt am Start. Naja, können wir auf jeden Fall abfeiern. Sie geht ja wirklich wieder schnell voran. Bald kommt die 1.16.4. Mal sehen, was da wieder passiert. Können wir gespannt sein. Und ja, auf Unlimited World hier zumindest, so wie mir mitgeteilt worden ist, wird es jetzt bald den großen Funktionsbelastungstest geben, der auch im Forum wohl dann groß angekündigt wird. Und ja, da mache ich vielleicht sogar mal mit, das unterstütze ich doch gerne. Und da können wir uns freuen, dass wir dann hier
die ganzen neuen Materialien haben, die ganzen Items und so. Ne? Das wird auf jeden Fall cool werden. Freue ich mich riesig, weil wie lange ungeduldig warte ich da schon drauf, dass wir da ein bisschen, ne, mal hier loslegen können mit unseren Bauten, dass wir da die Steinsäge bekommen. Ihr kennt es, Freunde. So, jetzt gucke ich mal kurz, ob ich ein bisschen von... Ich hatte mir beim letzten Mal, bei unserer letzten Ausbeute, hatte ich mir, glaube ich, ein bisschen was mitgenommen. Und zwar hätte ich ganz gerne... Nee, grüner Farbstoff. Wo haben wir denn die Teile hingelegt? Ich glaube, hier haben wir das reingelegt. Kann das... Ja, hier ist es. So, jetzt nehme ich mir mal das hier mit, weil das würde ich ganz gerne jetzt da unten mal so ein bisschen platzieren. Ich nehme mir mal so zwei Stacks, das könnte vielleicht ausreichend sein. Ich möchte das Ganze da so ein bisschen begrünen, dass das ein bisschen cooler aussieht. Und mal schauen. Ansonsten, da hätte ich noch eine andere Idee, da könnte man so ein Gras setzen vielleicht. Korallen weiß ich gar nicht. Wie Korallen, da müsste ich jetzt einen warmen Ozean haben. Und den habe ich nicht. So, wie wollen wir denn das machen? Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier... Geht das überhaupt? Oh, das geht sogar, cool. Wie sieht das so komisch aus? Ah, jetzt. Hier. Wächst das auch alleine? Ich glaube schon. Was? Ach so, das ist zwei tief und... Ach so, jetzt bleibt das so wahrscheinlich. Ja, dann... Ja, Forum übrigens, gutes Stichwort, Leute, Forum. Forum 1.16, ja, 1.16.3 und die neuen Sachen, die es da so gibt. Ne? Das war ja mal wieder, wir können uns ja dran erinnern, ne? Da war doch das letzte war irgendwann im Juni, Juli war es gewesen, da wo ich euch erzählt habe, über diese Geschichte, da wo ich so emotional war, da ging es da um diese Netherite oder was weiß ich da, diese komische Geschichte da irgendwie, neues Material da im Netz oder so. Und dass da irgendwelche Veränderungsmaßnahmen wohl angedacht waren und auch wohl entschieden wurde, dass da auch was verändert worden ist. Keine Ahnung, bla bla bla. Na, auf jeden Fall hat da nicht lange gedauert. Das war jetzt die Woche, ich glaube vor 3 oder 4 Tagen war das gewesen. Da gab es dann auch so ein Thread irgendwie im Forum. Da hat einer so gesagt, so wie sieht's aus mit dem Gold. Der hatte den Wunsch gehabt, dass da eventuell so ein bisschen Gold auch verändert wird. Irgendwie die Spawnrate oder Erzeugungsrate wohl vom Gold im Nether, weil das wohl irgendwie am Wert verliert und so. Naja, und Leute, ihr könnt es euch denken, ne? Also ich konnte mich wieder nicht zurückhalten hier, der alte Bengel Watercavecrafter. Und hat da natürlich im Forum erstmal, diesmal wirklich richtig, richtig rational, richtig sachlich argumentiert, wo ich da die Bedenken habe, ne? Und hab das, also könnt ihr euch durchlesen, also ist ganz interessant da, ja, und... War cool, also habe ich auf jeden Fall, denke ich mal, mich sehr, sehr gut geäußert, so, dass mein Standpunkt da klar ist und ja, somit fühle ich mich wohl, weil dann habe ich einfach mal meinen Senf dazugegeben und vielleicht kommt man ja selbst zur Erkenntnis, dass das eigentlich schon vernünftig ist, wenn man nicht allzu viele Veränderungen in Minecraft vornimmt, zumindest wenn man ein Bauserver ist. Könnt ihr euch durchlesen, wie gesagt. Ist weniger provokant, sondern tatsächlich eher rational, sachlich, wie gesagt. Und ich denke, das ist auch konstruktiv genug, sage ich mal. Und es wurde auch schon geantwortet. Und ja, man guckt sich erstmal die verschiedenen Meinungen wohl an. Und dann wird sich ja dann entschieden werden, was dann letztendlich alles so... oh, guck mal, wir können das jetzt so machen, was dann so alles passiert. Also ich fand es auf jeden Fall wieder witzig. Ich weiß auch nicht, bei sowas kann ich mich immer nicht... wie sagt man, so zurückhalten, ja, weil ich finde es irgendwie spannend und das ist halt so, ja, gelebte Demokratie, könnte man sagen. Also jeder gibt so seinen Senf dazu und hat eine Idee und aus vielen Ideen kommt dann meistens immer irgendwas Tolles bei raus. Deswegen habe ich auch als letzten Satz, habe ich glaube ich hingeschrieben, mal sehen, wo die Reise hingeht, ja. Also können wir gespannt sein, mal sehen, was jetzt letztendlich mit übernommen wird. Also, ich denke mal, sowas wie eine Steinsäge, das, was für uns wichtig ist, das wird es schon geben. Aber irgendwelche wirtschaftlichen Sachen, da habe ich wenig Hoffnung, weil, wie gesagt, Unlimited World weiter den Zug fahren will, Wirtschaftsserver zu werden und weniger bauen. Und, naja, wollen wir mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall spannend zu beobachten, auch aus linearer Sicht tatsächlich. Und wie sind die Dinger alle?
Und da können wir mal gucken. So oder so werden wir hier drauf spielen. Selbst wenn die jetzt hier anfangen mit einer Währung oder so, einer virtuellen, würde ich sogar auch mitmachen. Ja, wir haben ja früher auf Elder auch Wirtschaftsserver mitgemacht. Also aus diesem Grund, das hätte ich jetzt kein Problem. Ich würde es nur cool finden, wenn man das begründen würde. Warum auf einmal? Also gut, Transparenz habe ich auch angesprochen. Vielleicht achtet man ja auch darauf zukünftig, dass man vielleicht so Entscheidungen vielleicht auch begründet. So, ne, weil das ist ja noch offen geblieben, warum so viel Stellenwert, sage ich mal, auf die Wirtschaftlichkeit gelegt wird, auf die Ökonomie bei einem Bauserver. Ne? Da war ja dann immer so ein bisschen so Relativierung gewesen, ja, das ist ja alles gar nicht so schlimm und so, aber naja, ich meine, diese Forenbeiträge und auch was man hier im Chat so liest, ne, das deutet ja dann doch eher hin, dass die Leute sich ja anscheinend doch dafür interessieren. Wie oft liest man zum Beispiel, warum gibt es keine Mending-Bücher so, was ist denn da los und hier und da, ne? Das ist ja doch irgendwie ein Belange, was die Leute sich so wünschen anscheinend oder die es nicht verstehen oder Fragen diesbezüglich haben. Und da wäre natürlich so eine Transparenz, vielleicht so ein Beitrag, ich will jetzt nicht sagen Tutorial oder so, aber so eine Art AGBs, da wo halt so das Konzept drin steht im Forum, vielleicht gar nicht mal so verkehrt, um einfach so neueren Spielern auch ja, eine Chance zu geben, manche Entscheidungen besser nachvollziehen zu können. Weil wer weiß, vielleicht ist ja diese Wirtschaftlichkeit auch wirklich logisch. Vielleicht braucht man die ja auch wirklich zwingend auf einem Bauserver. Übrigens, jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, kaum, ihr müsst es nicht lesen, ihr lesefaulen Ratten. Pass auf, Freunde. Was habe ich geschrieben? Ja, Ratten, jetzt Leseratten, ne? Ihr wisst Bescheid. Kind der 70er. Also, ja, ich habe natürlich meinen Standardspruch geschrieben, ne? Ich habe geschrieben, so original wie möglich und, ja, alle Items für alle. Und damit meine ich natürlich Vanilla Survival. Jeder, der was braucht, muss es sich erfarmen. Und wenn man Bock hat zu handeln, ja, dann handelt man einfach. Ja, bezahlt das, was halt im Prinzip die Sache halt wert ist. Ne? So ganz normal. Stichwort Gemeinwohlökonomie. Und naja, das ist natürlich meine Standardantwort. Ne? Wie gesagt, da ich die auch im RL ja sehr gerne vertrete. Also schon wieder lustig irgendwie. Naja, mal gucken. Ansonsten, ehrlich gesagt, ja, war jetzt gar nicht so viel los, was jetzt Minecraft angeht. Chaos Friends technisch ist jetzt auch nicht viel passiert. Haben wir auch so ein bisschen so, ne, gewartet jetzt. Ich habe jetzt mal die ganzen Folgen alle rausgekloppt, die wir da jetzt noch offen hatten. Sind jetzt tatsächlich im Entstehen geblieben vor dem Portal der neuen Dimension, zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich glaube, die nächste Gemeinschaftsaufnahme müsste theoretisch nächste Woche sein, wenn nichts dazwischen kommt. Und ja, dann mal schauen, was da passiert. Momentan habe ich wieder so den Eindruck, dass diese Luft wieder so ein bisschen raus ist. Kommt mir zumindest so vor. Weil irgendwie, ja, war jetzt nicht so viel Action, ne? Also auch da ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, so ein bisschen zurückgegangen. Guck mal, ich mache das mal so hier, das sieht vielleicht ganz lustig aus. Jetzt machen wir das mal so, dass wir immer so ein bisschen Abwechslung haben. Und in die Ecken, so. Genau, also da ist jetzt nicht viel passiert, da kann ich euch jetzt auch nicht weiter erzählen. Ich habe ein bisschen an der Holzhütte weitergebaut. In der Tiger. Habe allerdings nicht aufgenommen, weil ich gesagt habe, naja, komm. Lohnt sich noch nicht, ne, weil das wäre jetzt ein kleines Let's Show gewesen. Und, ah, mein Gott, also. So, komm, spring mal noch ein weiter, dann kann ich das hier wegnehmen. Naja, ich kann ja schon mal die Dinger hier reinsetzen. So, jetzt würde ich aber gerne diese Seegurken haben. Also wir müssen doch mal irgendwie gucken, wo man diese Seegurken bekommt. Übrigens, das gibt es im warmen Ozean. Das heißt, wir müssen uns irgendwie einen warmen Ozean suchen. Das heißt, das schon wieder alle hier. Also ich glaube, wir sollten jetzt noch mal kurz Farmweltaktion machen. Aber jetzt haben wir das hier reingesetzt und ich hätte halt sehr, sehr gerne diese Seegurken, ja, die heißen so, Freunde, um die hier auf dem Boden mal zu platzieren. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir. Jetzt haben wir, glaube ich, hier so 4 Stacks weggedaddelt. Kann das sein? 4 oder 5 Stacks so. Und mehr haben wir da jetzt nicht. Kann ich irgendwas anderes noch machen? Ja, den Boden könnte ich jetzt noch austauschen. Habe ich aber jetzt gar nicht so einen Bock zu, wa? Nee, Leute, jetzt hier so Fliesenleger und so. Oder nö, nö. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Farmwelt gehen hier. Seegurken holen. Ich habe jetzt Bock auf Seegurken. Wie sieht das hier eigentlich aus? Huch. Also eigentlich sieht das gar nicht mal so schlecht aus bis jetzt. Und vielleicht will ich noch das andere haben. Da gab es auch noch so ein anderes komisches hier. Wie hieß das? Seegras. Wie geht ein Seegras? Seegras, schätze ich mal, ist mit Schere abschneiden. Ne? Das machen wir jetzt einfach mal. So,
So, jetzt rüsten wir uns mal kurz aus. Was brauche ich denn alles? Rüstung habe ich um, Schwert habe ich, ja, Steinschwert. Und hier so eine Spitzhacke, ja, das kann man mitnehmen. Und Essen brauche ich aber. Also Essen brauche ich ein bisschen. Gucke ich mal, ob da noch was drin ist. Ja, guck mal hier, hier schön hier. Was sind das hier? Pilze? Hier, ich nehme ja hier Schweinefleisch. Ja, lecker. Hier, komm, nimm mal mit. Ja. So, gut. Jetzt brauchen wir noch Scheren. Die müssten eigentlich oben sein, genau. So, das baller ich jetzt hier erstmal rein hier, ne? Das Gedöns da. Das nehmen wir jetzt hier nicht mit. Brauche ich sowas hier? Cobblestone? Ne, brauche ich eigentlich auch nicht, oder? Ne, ich glaube nicht. So. Das Schwert, können wir ja mal das bessere Schwert nehmen hier. Fackeln hätte ich ja noch ganz gerne. Fackeln müsste ich eigentlich auch noch haben. Ja, guck mal hier. Ballern wir mal da Fackeln rein. Und Scheren hätte ich gerne noch. Wo sind denn die ganzen Scheren hin? Sind die da draußen? Oder haben wir die... Ach nee, die haben wir ja weggeballert, die ganzen Scheren, ne? Stimmt, die haben wir ja verbraucht. Ja, dann müssen wir uns eine neue Schere machen, beziehungsweise Scheren. Da brauchen wir ein bisschen Eisen. Eisen ist kein Problem, das haben wir unten. Müssen wir nochmal nach unten gehen jetzt. Das ist sogar schon eingeschmolzen, also da brauchen wir jetzt gar nichts groß machen, außer einfach, ja. Wie viel nehmen wir denn da mit? Zwei? Reichen zwei Scheren? Ich glaube schon. So. Na, das wird doch was hier, Freunde. Das wird doch schon was hier. Übrigens, wir werden natürlich hier diese Folge die jetzt nicht ganz so lange werden lassen. Also ich schätze mal, wir werden wirklich jetzt gleich einen Break machen. Den Rest gibt's dann morgen zu sehen, weil ich möchte ganz gerne die Zeit jetzt nicht überschreiten. Ich denke, das erklärt sich von selbst. So, 1, 2, 1, 2 und somit haben wir hier zwei Scheren. Die machen wir noch schnell. So, so, so und so. Ne, Moment, das müssen wir noch teilen. So, perfekto. Packen wir uns gleich hier rein. Und eigentlich habe ich immer noch ganz gerne so einen Eimer. Jetzt fragt mich nicht, wo der Eimer ist. Deswegen mache ich mir einfach mal einen. Eigentlich völlig un... Wie war... Oh Gott, Eimer war so, ne? Ja Gott, manchmal ist auch wieder Water Cave Crafter halt, ne? So, Freunde, gut, wir sind ausgerüstet. Ich würde sagen, das war's gewesen mit der Folge 251. Wir sehen uns morgen wieder in der Folge 252 und da gehen wir ein bisschen Farmwelt und gucken uns mal an, ob wir ein paar Seegurken bekommen und ein wenig, ja, Seegras oder so, um einfach mal hier ein bisschen weiterzukommen. Alles klar, Freunde, bis morgen. Tschüss.